Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Heute spielen wir als kleiner Baipi und sind gerade hier im Nest geschlüpft. Mit ganz vielen Geschwisterchen. Und ich glaube, das ist der Papa. Oh, guck mal, wie süß die sind. Und ich bin nicht der Kleinste. Guck mal, der ist viel kleiner als wir. Oh, ist das süß. Papa und Mama sind auch am Start. Soll ich auch schon mal betteln? Nee, bei mir ist eigentlich alles gut. Hello. Wir sind eine schöne Familie. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ehrlich gesagt, nach einem sehr seltsamen Ort aus. Sieht so ein bisschen verbuggt aus, als wenn wir unter der Erde sind. Ich bleib einfach mal hier, ja? Besser ist das. Und jetzt bettel ich auch mal nach Food. Der ist viel winziger als ich. Guckt euch das an. Unser kleines Geschwisterchen. Ich weiß gar nicht, welches Geschlecht wir haben. Wir sind Männchen. Okay. Wir sind auf jeden Fall ein Männchen und alle unsere Geschwister sind jetzt schon geschlüpft. Es sind aber auch einige. Und wir sind nicht der Kleinste, das ist wichtig. Wir haben voll die helle Farbe im Gegensatz zu den anderen, oder? Mal schauen, was daraus wird. Ich nenne den Kleinen einfach mal Gustav. Gustav, der kleine Baipi. Unser kleiner Killer-Pinguin. Das sind unsere beiden Eltern. Die haben jetzt eine Menge zu tun. Mit uns kleinen Rackern. Guck mal, hier hinten geht's raus. Das ist wirklich ein seltsamer Ort. Ich habe echt gar keinen Plan, wo wir sind. Aber ich gehe da nicht raus. Ich weiß halt nicht, ob ich wieder reinkomme. Deswegen bleibe ich lieber hier in Sicherheit. Klappt irgendwie nicht mit dem Essen. Komm bitte. Es klappt nicht. Ich hoffe, jetzt klappt das. Ah. Jetzt geht's wieder, Gott sei Dank. Da wären wir fast verhungert, wegen einem Bug. Die sind ja wirklich unersättlich, die Kinder. Das geht auch so schnell runter, der Mageninhalt. Wahnsinn. Die armen Eltern. Ich glaube, der Papa ist gerade schon unterwegs und holt neues Food, weil wir so gierig sind. Oder die Mama, ich weiß nicht, wer ist. Oh, die machen das Nest kaputt. Also gibt es keine zweite Fuhre Geschwisterchen. Aber ich glaube, die erste Fuhr ist auch schon hungrig genug.
Oh. Jetzt bin ich hier raus. Wir sind halt echt in der Felswand. Ah, jetzt verstehe ich das. Guck mal, man kann hier hinten reingehen. Und dann ist man hier in dem Fels drin. Und dann kann man halt wieder rausgehen. Dann ist man wieder in der normalen Welt quasi. Krasser Nesting-Spot. Da ist man gut versteckt. Aber wir bleiben natürlich jetzt hier noch drin. Weil wir halt noch zu klein sind, um draußen rumzulaufen. Ich werde auch gleich nochmal betteln, bevor ich nichts mehr abkriege. Oh, ich kann gar nicht mehr betteln. Das heißt, wir müssen uns selber jetzt kümmern. Okay, mein Geschwisterchen zeigt mir, wo wir Fressen kriegen. Dann gehen wir jetzt das erste Mal angeln, so wie es aussieht. Das erste Abenteuer. Und Kopfsprung. Habe ich den lang nicht gespielt. Fühlt sich ja witzig an. Hier können wir auf jeden Fall Fisch fangen, vermutlich. Ich weiß jetzt übrigens, wo wir sind. Das ist diese Höhle hier, direkt beim Center. Also, wenn wir in die Richtung schwimmen, durch den Tunnel, da ist dort Center. Das heißt, wir müssen hier schon vorsichtig sein. Wegen Crocs. Aber ich gehe jetzt erstmal, wo wir gerade von Crocs sprechen. Ich gehe jetzt zu Kroko und der zeigt mir, wo wir Essen finden. Und hier können wir was essen. Ja, wie das aussieht, wenn der isst. Das ist total witzig, wie der so hüpft. Einfach wieder oben nicht ankommen, ne? Wir springen da so hoch. Guck mal, die Eltern machen das mit den Krallen. Weil die größer sind. Das ist ja interessant. Wie weit sind wir denn schon? 34% schon. Ich glaube, der Bipi geht echt schnell. Ich würde gerne den ersten Fisch fangen. Ich glaube, das versuche ich jetzt mal. Mal gucken, ob wir was finden. Die Sonne geht auch gerade auf, das ist ganz cool. Oh, wir sind schon so schnell. Ich muss halt echt aufpassen, dass ich meine Familie nicht verliere. Wenn ich so im Schwimmrausch bin. Hier wäre halt so ein großer Fisch, aber den wollen wir nicht. Ich glaube, das dauert zu lange, bis ich den kille. Ich finde, der hier irgendwie ein bisschen verbuggt ist, glaube ich. Ja, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Sieht sehr lustig aus. Hier sind kleine Fische. Unser erster Fisch. Hat gut geschmeckt. Und auch eine Diät aufgefüllt. Aber wir haben noch die perfekte Diät zum Wachsen. Also alles gut. Schwimmen wir jetzt mal in Richtung Center. Wir gucken uns das mal an. Na, Nachtsicht können wir jetzt auch mittlerweile ausmachen. Das ist ganz gut. Dann sehen wir auch mal unsere Farbe. Guck mal, wir sind blau. Blau-weiß. Da können wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer angucken. Ja, der Bipi ist auch echt cool. Genau, dann können wir uns nämlich festkrallen. Und ich glaube, wenn wir jetzt riechen, können wir solche Luftblasen oder sowas erschnuppern. Und da können wir dann nochmal andere Sachen ausbuddeln, wie Krebse und sowas. Mal gucken, ob das klappt. Hab's halt ewig nicht gemacht. Na, gerade rieche ich nichts.
Aber ich glaube, ich mach's schon richtig, oder? Hier ist wahrscheinlich einfach nur nichts. Ah, werden wir schon noch rausfinden. Wir gehen mal Richtung Center. Oh, der fühlt sich so gut an unter Wasser. Wir müssen halt nur wegen Crocs aufpassen, weil wir jetzt in einem sehr gefährlichen Gebiet sind. Das hier ist, glaube ich, ein Pteranodon, so wie es aussieht. Oh, da vorne kommt ein Croc. Jetzt müssen wir aufpassen. Sogar ein großes. Gehen wir lieber kurz an Land. Jetzt hier wieder ins Wasser. Das Croc sollte vorbei sein. Vorne ist auf jeden Fall irgendwas. Das sind Dino-Leichen. Bin mir aber nicht sicher. Ja, das sind Skelette. Aber große. Seht ihr, hier wurde irgendwas Großes gekillt. Oh, hier unter Wasser. Ist einfach ein großes Croc. Was ist denn hier passiert? Guck mal, hier sind auch noch zwei Skelette. Richtiger Dino-Friedhof. Mit dem wollen wir uns nicht anlegen. Ich schwimme mal lieber weg. Nee. Wir sollten uns verziehen. Viel zu gefährlich. Ich habe mich übrigens jetzt schon voll von meiner Familie getrennt. Ich bin super weit weg wahrscheinlich. Aber es sind noch vier in der Gruppe. Also vielleicht finden wir die irgendwann wieder. Aber ich habe gerade einfach Lust, die Welt zu erkunden, weil es so cool ist, mit dem voranzuschwimmen. Und fressen ist auch easy, ne? Man schwimmt einfach durch so eine Fischgruppe durch und dann kann man easy snacken. Ja, hier müssen wir jetzt kurz einen Fußmarsch machen. Der ist so richtig schön schnell, auch an Land. Fühlt sich echt gut an. Ich glaube, am Wasser kann man auch richtig schnell werden, wenn man es richtig macht. Ich weiß halt nicht, was das Beste ist für Speed. Wenn man höher springt oder flacher, keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Es macht auf jeden Fall so viel Spaß, damit rumzuschwimmen. Ich glaube, wir sind auch schon super weit gewachsen. Können ja gleich mal kurz gucken. Ja, schaut mal, wir sind schon bei 60%. Also es geht auch richtig, richtig schnell. Und die Diät ist halt auch noch sehr, sehr hoch. Oh, hier liegt eine Leiche am Rand. Das ist auch wieder ein Pteranodon, oder? Ja, ist auch ein Pteranodon. Na, leider nichts für uns. Da vorne wäre was für uns. Das S müsste ich sogar mal wieder auffüllen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich würde ja gerne mal mit dem kämpfen, aber ich glaube, der ist nicht so stark, oder? Ich glaube, wir können halt eher nur so kleinere töten damit. Wahrscheinlich nur in so einem Überraschungsangriff aus dem Wasser raus und dann direkt reinkrallen oder so.
Soll ich mal versuchen, ein Gewässer hochzukommen? Ich glaube, das ist ein bisschen breiter oben, ne? Also oben beim Wasserfall. Könnte halt gefährlich werden, der Weg, aber ich werde es mal riskieren. Wir haben es aber geschafft. Gut, dass wir so schnell sind. Ja, das ist halt ein Raptor. Ich würde den gern wegsnacken, aber der steht da echt blöd. Da sind noch mehr Raptoren. Gut, dass ich es nicht getan habe. Das Croc kommt. Das ist natürlich jetzt nervig, dass es hier hochgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob das das ist von vorhin. Es scheint relativ klein zu sein. Was will mich? Es kommt voll nah. Einmal über Land weg. Ich glaube, es dauert halt ein bisschen, bis ich in Fahrt bin von dem, vom Tempo her. An Land fühle ich mich nicht so sicher. Ich springe jetzt hier mal runter. Oh Gott. Oh nein, wir haben Bein gebrochen. Mich mal hier hin. Wir haben eine super auffällige Farbe, leider. Das Bein ist wieder verheilt. Ich glaube, das Croc wartet halt hier noch. Okay, es ist nicht mehr hier. Ich glaube, ich schwimme mal wieder zurück. Vielleicht finden wir unsere Geschwister. Oh, wir haben mittlerweile auch eine andere Farbe angenommen. Guck mal. Wir sind jetzt auch groß. Ah, okay. Jetzt sind wir weiß oben und das ist so ein bisschen schöner jetzt. Nicht mehr so gepunktet und gefleckt. Jetzt sehen wir wahrscheinlich aus wie unsere Eltern. Boah, das wäre so cool, wenn man hier so oben rüber jumpen würde. Aber ich glaube, das kriegt man nicht hin. Ja, mir nicht nochmal die Haxen brechen, sage ich euch ehrlich. Den laufe ich jetzt hier auch lang. Meine Geschwisterchen, da sind sie wieder. Ich bin nicht mehr allein, juhu. Die Wiedervereinigung. Da kommen sie. Ah, wie schön. Einige sind weiß und andere sind blau-weiß. Guck mal, der hier ist ganz blau, glaube ich, oder? Ah!
Oh, Croc. Zwei Crocs. Oh, die kämpfen gegeneinander, oder? Ja, die kämpfen gegeneinander. Oh mein Gott. Guckt's euch an. Oha, was geht denn jetzt ab? Kleiner fieser Kano. Oh, da vorne ist was. Wir versuchen da hinzukommen ganz schnell. Galli ist es. Hat sich ganz schön erschreckt. Oha, der will Ärger. Lass uns ihn verprügeln, Leute. Galli kommt. Jetzt rennt er wieder davon. Der ist so schnell. Oh Gott. Oh nein, einer unserer Mates ist tot. Ah, Mist. Ich glaube, zwei unserer Mates sind tot. Nee, einer. Ah, so ein Mist. Oh, da schwimmt was durchs Wasser. Ach, schade. Aber wir haben den auf jeden Fall Schaden gemacht. Einfach der rote Abendhimmel. Und wir schwimmen hier so ein bisschen einmal in der Nacht baden. Das sind, glaube ich, auch die letzten Sonnenstrahlen gerade. Ich glaube, wir haben eine ganz coole Nachtsicht. Da sieht man gut unter Wasser. Also zumindest so Umrisse und sowas, wenn jetzt hier ein Croc wäre. Ich fange nochmal schnell Fisch, bis ich wieder vollgefuttert bin. Sogar größere Fische.
ist halt super easy zu ernähren. Oh, da ist ein Terran, oder? Oh, fast. Das ist ein Raptor. Soll ich es versuchen? Sich bestimmt zu Tode erschreckt. Ich mach's auch nochmal. So sektisch. Den Raptor einfach nicht trinken lassen. Ah, der Raptor blutet auf jeden Fall. Oh nein! Oh, er hat mich! Ach so Mist. Das soll es jetzt aber auch mit der heutigen Folge gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da, damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.